Krankenhaus. Und wenn ich jetzt das nicht wünschte, würde trotzdem, würden Sie zu mir reinkommen in die Wohnung und würden da schon so eine Dose da installieren? Wenn Sie Mieter sind bei einer Genossenschaft oder bei einem Wohnungsverwalter, wo wir eine Kooperation gemacht haben, dann wird das sehr wahrscheinlich so sein. Wenn Sie Mieter sind bei einem Privateigentümer und er bezahlt die 250 Euro für Sie, wenn ein anderer den Haus abgeschlossen hat, dann ist das auch möglich, ja. Ansonsten können wir auch gleich nochmal ein 4- oder 6-Augen-Gespräch sprechen, das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wir sind für Sie da, die Kollegen sind hier, stehen hinten bereit, die haben alle, ich habe mein orangenes Band schon abgegeben, die haben alle orangenes Bändchen, ne? Wenn Sie da auch Fragen haben, können Sie gerne hier mit dem Berater sprechen. Wenn Sie einen Abschluss machen wollen, können Sie das auch tun. Wenn Sie einen Termin machen wollen, können Sie das tun. Und ja, wie gesagt, auch ich bin gerne zum Gespräch für Sie da. Kommen Sie einfach auf mich zu. Und ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass Sie heute hier waren. Herr Schäfer, wollen Sie noch mal kurz? Natürlich steht die Frage, wenn ich ein High-Quality-Netz bekomme, dann gibt es das nicht in der Nutzung für nichts. Und das, was man jetzt hat, ist gegenüber dem, was man bekommt, oder umgekehrt meine ich es eigentlich, das, was man bekommt gegenüber dem, was man hat, ist ein Quantensprung. Natürlich muss ich sagen, es wird der sich damit überhaupt nicht anfreunden kann und das nicht machen wird, der lässt es eben, aber das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Wir wollen ja gemeinsam das Netz ganz Eilenburgs plus der Ortsteile so zukunftsfähig machen, dass auch Nachmieter oder ihre Nachfolger oder alle unsere anderen Zugezogenen, dass die sagen können, also hier Eilenburg hat ein zuverlässiges, leistungsfähiges, starkes Glasfasernetz, hier ziehe ich hin. Wissen muss es am Ende jeder selber, aber ich möchte es gern mit Ihnen gemeinsam erreichen. Die Ausbauquote gehört da selbstverständlich zu einem gewissen Prozentsatz dazu, aber ich meine, das ist das Netz der Zukunft und schon wenn Sie mehrere Familienmitglieder haben oder der eine macht Schule zu Hause, der nächste Homeoffice, der will Fernsehen gucken und dann brauchen Sie Datenraten, die auch mal 5 Euro mehr kosten am Ende. Nach dem zweiten oder nach dem dritten Jahr. Ich gucke zu Hause über das Satellitenschüsselfernsehen derzeit. Kostet ja im Grunde gar nichts, weil da gucke ich über die Schüssel. Ich muss mal gucken, wie ich das dann weitermachen werde. Also ich habe meinen Vertrag aber schon geschlossen. Ich freue mich drauf. Aber ich will auch, dass das dann alles klappt. Und da bin ich überzeugt, so viel Kraft und Zeit und auch Öffentlichkeitsarbeit, wie die Firma Gigan jetzt hier reinsteckt, da ist auch die Kraft dahinter. Da haben Sie recht. Ja. Ja, da haben Sie. Ja. Das will ich Ihnen auf keinen Fall ausreden. Da haben Sie völlig recht. Aber das Leben geht ja weiter und die Entwicklung, auch die Preisentwicklung, auch bei anderen Anbietern wird weitergehen. Und ich glaube nicht, dass wir heute in 3 Jahren oder in 5 Jahren über stagnierende Preise bei allen anderen reden und an einer Stelle explodiert es. Also ich meine, die gehen oder müssen alle mit der Zeit gehen. Das Leben wird nun mal teurer im Moment und das ist furchtbar. Das ist eine Katastrophe, die Spirale, die sich gerade abspielt in allen Branchen. Ich verteufle das genauso, aber ja. Genau der Zeitpunkt ist gerade jetzt noch mit dazu. Ja, ja. Ganz kurz, ja, ich bin durch. Hatte noch jemand die Hand gehoben? Da hinten, ja, noch mal. Ja, gerne. Zufälligerweise kam ja kurz nach oder während der Kampagne jetzt hier von Schickerne 12 ja auch von der Telekom, der war ja noch mit rein mit hier Interessenbekundung etc. Also ich bin da schon ewig Kunde, schon bestimmt seit 20 Jahren als Bereich und habe mich da natürlich angemeldet, interessant für den Ausbau für, ich glaube, nächstes Jahr, also 24 haben sie, glaube ich, auch geplant gehabt, was ich auf der Webseite gesehen hatte. Was wird das denn parallel ausgebaut? Bauen denn da 2 oder 3 oder 4 oder 5 Anbieter denn hier Glasfasernetz aus oder nicht aus? Oder? Ich kann es nicht ganz konkret beantworten, aber
Es ist ja verständlich, dass Konkurrenz plötzlich auch wach wird, die man bisher versucht hat, vor Jahren zu wecken und zu bitten, doch auch richtig was zu machen. Und das haben sie eben nicht gemacht. Jetzt gibt es hier an der Stelle eine solche Entwicklung, dass die auch in der Offensive gehen. Das ist verständlich, das will ich nicht in Abrede stellen, aber ich will niemandem schlecht reden. Mein Ziel und unser gemeinsames städtisches Ziel ist das, dass Eilenburg die Möglichkeit hat, bis zur letzten Adresse ausgebaut zu werden, auch im Ortsteil. Denn das sind auch unsere Einwohner, die uns genauso wichtig sind wie die, die in der Innenstadt wohnen. Und da bezweifle ich bei einigen Anbietern, ohne Namen zu nennen, dass das welche sind, die wirklich Eilenburg auch bis zur letzten Adresse. Ich sehe das für die Allgemeinheit. Ich verstehe auch Ihre Argumente vollkommen. Aber das darf uns ja alle nicht abhalten, davon ein solches Ziel zu verkünden und zu versuchen, das auch gemeinsam hinzukriegen. Das ist meine Bitte. Einen wichtigen Punkt habe ich mal ganz kurz noch. Für die Leute, die bei der Wohnungsgenossenschaft sind oder bei der Wohnungsgesellschaft, ja, bitte gehen Sie mal zu den Beratern, weil für diese gibt es nochmal ein separates Angebot. Ja, das können wir nicht mehr auf die Folie nehmen, weil das halt einfach, wie gesagt, das sind halt mehrere Wohneinheiten. Ja. Gehen Sie zu den Beratern, die werden Sie dann auch aufklären, da gibt es nochmal andere Tarife. Gehen Sie einfach nochmal drauf zu. Herr Leier, wollte gerne noch was sagen. Ich wollte mich jetzt hier nicht reindrängen, ja, mein Name ist Leier. Zu dem Parallelausbau, das ist genau der Punkt, den wir als Stadt überhaupt nicht gut heißen. Weil wenn jeder seine eigene Leitung einlegt, Glasfaser, dann ist das weder wirtschaftlich noch ökologisch, noch ökonomisch, noch sonst irgendwas. Weil es gibt auch keine zwei oder drei Stromnetze, es gibt auch keine zwei oder drei Gasnetze, sondern es kann nur einen Anschluss geben, den dann aber wiederum mehrere bedienen. Und das ist ja das, was da Ulrich vorhin sagte mit dem Open Access. Nach den zwei Jahren kann man über das Netz, wenn denn entsprechende Kooperationsvereinbarungen geschlossen werden, einen Telekom-Anschluss buchen oder einen Büro-Anschluss buchen oder einen 1&1-Anschluss buchen oder Vodafone oder wie sie alle heißen. Aber das Glasfaserkabel kann doch nur einmal verlegt werden. Es ist doch töricht, wenn man mehrfach die Häuser erschließt. Und eben, weshalb wir als Stadt auch gesagt haben, wir sind die Kooperationsvereinbarung bewusst eingegangen, wegen dieses gesamten Ausbaus. Das ist ein Stück weit Trittbrettfahrerei, was da gerade betrieben wird. Das heißt, man hängt sich im Wettbewerb halt rein, pickt sich die Rosinen aus und das sind in die Mehrfamilienhäuser, das sind in die dicht besiedelten Bereiche, weil da ist es natürlich relativ billig, Karten zu verlegen und in einem Schlag mehr Anschlussnummer zu kriegen. Man hat aber bei den Mitbewerbern sich nicht dazu bekannt, die Bereiche auszubauen, die eben dünner besiedelt sind. Und das geht nicht bloß um die Ortsteile, sondern es geht auch um die Randbereiche in Eilenburg, wo viele Einfamilienhäuser stehen, weil der Ausbau dort natürlich teurer ist. Und das können wir als Stadt nicht unterstützen, diese Trittbrettfahrerei. Wir werden sie nicht verhindern, wir dürfen auch den Wettbewerb nicht beeinflussen. Aber man kann wenigstens die aktuellen Ausbaubestrebungen im Regelnetz kommunikativ und per Öffentlichkeitsarbeit unterstützen und dafür ist auch die Veranstaltung da, das ein bisschen breit zu tragen. Genau, vielen Dank. Sie hatten nochmal kurz eine Frage. Naja, meine Glasfaserkabel liegt ja auch von der Stellbahn zum Beispiel da, dass die Energie ist ja immer ein Glasfaserkabel verlegt und der Bereich kommt, und das geht jetzt nicht raus. Das ist ein Körper, glaube ich, das Stichwort. Der ist dann halt mit Kupfer oder mit einem Supervektoring oder was immer der Technik versorgt. Da will ich ganz klar erklären, das dazu sagen, weil wir wissen es ja, weil wir als Stadt zwischen 2016 und 2018 den Glasfaserausbau der Telekom über ein Förderprogramm mitbegleitet haben. Es ist also ein Irrglaube, der bei mir selber auch lange vorherrschte, dass die Kabelverzweiger in der Form glasfaserseitig versorgt sind, die notwendig ist, um alle Häuser zu erschließen. Ich will ein ganz konkretes Beispiel aus Zell-Wedewitz. Da hat man auch den Kabelverzweiger, der im Stadtzentrum steht, mit Glasfaser angeschlossen und hat dort 8 Glasfasern hingelegt. 8 Stück. Die reichen aus, um Wedewitz über Vectoring, über Kupferkabel bis zum letzten Haus zu versorgen. Die 8 Glasfasern würden aber nach dem Ausbaustandard, über den wir heute reden, für 8 Häuser reichen. Und deshalb hat die Telekom in Eilenburg kein Glasfasernetz, muss man klar sagen. Ja, so ist die Struktur. Ne? Dankeschön dafür. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach auf mich zu, wir können das gleich gerne nochmal besprechen.
sind Sie bitte so lieb, wir haben draußen Brötchen, wir haben draußen Getränke, nehmen Sie noch einen Snack. Es ist ja schade, wenn wir das entsorgen müssen oder ich weiß nicht, wo wir es noch abgeben können. Wäre halt schön, wenn Sie da sich auch immer mit dran essen oder dran bedienen. Ne? Dankeschön für Ihre Teilnahme. Und wie gesagt, fragen Sie nochmal die Kollegen, sprechen Sie die nochmal an, wenn Sie bei der Wohnungsgesellschaft, Wohnungsgenossenschaft oder Wohnungsverwaltung sind, dass Sie dann halt diesen extra Tarif auch mehr erklären bekommen. Vielen Dank. Okay, ciao. Kannst du mir, wenn du das...